Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute nehme ich euch einfach mal mit hier. Ein bisschen unterwegs bin ich und ja, so verschiedene Projekte und wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Übrigens hier, Handy im Auto ist verboten während der Autofahrt. Und ich filme jetzt hier gerade nicht mit dem Handy, sondern mit einer anderen Kamera. Also von dem her alles gut. Ja, jetzt hatte ich gerade nochmal eine super Idee und zwar habe ich mir immer einen riesen Stress gemacht mit den Videos hier, dass wir immer so abgeschlossene Geschichten haben und so coole Storys. Machen wir natürlich gerne, wenn wir mal so ein richtig durchgehendes Projekt haben, aber wir haben hier so viel Kleinkram und kleine Projekte auch. Und da ist es echt schwierig, hier immer ein Video so ein abschließendes Video zu machen und echt ganz schön aufwendig. Und dann machen wir das einfach so, dass wir das in Zukunft auf Instagram zeigen, ein paar Bilder posten, noch wenn es fertig ist. Und ja, dann lohnt es sich einfach auch, dass ihr uns auf Instagram folgt. Hi, guten Morgen. Wir sind heute hier auf dem Balkon. Das sieht jetzt dumm aus mit einem Handschuh in der Hand. Guten Morgen. Wir sind hier heute auf einen Balkon, den wir verkleiden dürfen. Hier waren vorher, wie ihr seht, solche rote Federbretter dran. Die Leute haben einfach keine Lust, das immer wieder neu zu streichen. Deswegen Metall. Wie ihr seht, ist mein Vater auch dabei. Hallo. Ups. Hallo, guten Morgen. Na, ist kalt da oben. Nee, aber wackelig. Wackelig. Ja. Sind wir immerhin in 12 Meter Höhe. Ja, und wir legen jetzt einfach mal los und vielleicht melde ich mich später nochmal. Chef fährt hoch, ich muss die Treppen nehmen. Aber es ist ja nur ein Stockwerk, gell? So. Wir sind ganz schön knapp unterm Dach und unten kommt das Balkongelände, deswegen muss er jetzt ein bisschen, bisschen gucken, dass er uns nicht irgendwo dagegen fährt. So, ihr dürft jetzt einmal Aussicht genießen. Ja, erzähl mal du was. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt erzählen soll. Ja, wir machen jetzt hier keine Stehfalzfassade, sondern hier so hier Kassetten, was du ja doch auch schon gesagt hast. Ja, mal ein bisschen was anderes. Paneele, die wir selber gekantet haben. Eigentlich eine stabile Sache und ja, kostet auch ein bisschen was. Wird bestimmt jetzt nicht. Also der erste Tag hier auf der Baustelle, der war echt nicht so schön. Da haben wir nämlich die zwei Bleche zwischen den Leibungen angeschnitten. Und die gingen echt schlecht rein. Jetzt ist eigentlich der Rest ist total angenehm. Und Steigerfahren macht immer Spaß, also eigentlich voll super. Okay, ja, jetzt geht's weiter. Ja, und die Video-Workshops, die laufen echt gut. Also da haben wir jetzt schon einige verkauft. Ist es nicht so, dass wir da einen mega Ansturm haben, aber ja, doch. Also es scheint doch Interesse da zu sein. Unsere T-Shirts, die kommen jetzt nicht so gut an. Keine Ahnung, ob es jetzt an unserem Marketing oder unsere Werbung klemmt. Ja, ich gehe da ganz offen und ehrlich jetzt damit um. Aber ja, vielleicht braucht ihr ein paar neue Motive. Mal schauen, wir wollten halt ein bisschen mehr im Shop anbieten, aber ja, ein paar haben wir verkauft, das ist okay und es läuft auch. Aber die Video-Workshops, die machen echt Spaß hier, da kommt auch immer wieder mal was rein, auch Fragen von euch, da gebe ich auch gerne Feedback und
gab es auch ein kleines Update jetzt mal, oder es wird jetzt ein kleines Update geben zu dem ADK-Video-Workshop, weil wir da Anregungen von euch gekriegt haben. So, jetzt haben wir doch noch ein bisschen Feierabendverkehr. Ey, das ist hier so ätzend, ja, im Schritttempo hier da rumzuckelt, plus wegen so einer blöden Ampel. Boah, echter Hammer. Aber ja, Zeit für Vlog. Okay, solange ich jetzt hier im Stau stehe, müsst ihr herhalten und mich ein bisschen unterhalten. Ja, schreibt mal unten unter das Video, wie lange ihr denn eigentlich immer so unterwegs seid hier. Das würde mich auch mal interessieren, echt. Ob ihr viel auf der Piste seid oder ein bisschen ausschaut. Bei uns ist es in der Regel immer so, ja, so 1,5 Stunden eigentlich, was wir unterwegs sind. Also nicht einfach, sondern beide Fahrten. Boah, wir hatten hier wirklich zwei... Ah, deswegen. Ja klar, und alle müssen wieder gucken und bremsen und ey, was für ein Scheiß hier. Mal alleine auf der Baustelle und hier unten gibt es jetzt ein paar Sockelblechanschlüsse. Zeige ich euch gleich und ja, ein bisschen Flüssigabdichtung haben wir hier gemacht. Heute darf ich noch den Rest machen bei ja, recht bescheidenem Wetter. Es nieselt ein bisschen, vielleicht sieht man es. Aber ja, da muss man durch. Wir hatten hier Probleme mit Rückstau, und zwar war die Fliese einfach hier über den Ablauf gelegt und das Vlies drüber gelegt, Fliese drüber, und dann hat sich das Ganze hier um die Ecke rum angestaut und lief dann irgendwo ins Haus rein, in den Estrich. Jo, und ich zeige euch jetzt gleich mal, wie wir das jetzt gelöst haben, dass da vielleicht in Zukunft dann auch Ruhe ist. So, jetzt habe ich erstmal ein paar gröbere Kieselsteine hier eingefüllt und bin auch möglichst weit vom Ablauf hier weggeblieben. So, und die Luisa, die hat so ein kleines Kästle gemacht hier. Einfach eingefalzt. Und das stecken wir jetzt hier in unseren Ablauf rein. So. Platten sind auch wieder drin. Dann kann es weitergehen. Übrigens, die Baustelle ist auch gegenüber von der Baustelle, vielleicht kennt ihr das noch, unser Metalldach, der Luisa, ihr erstes Metalldach. Ja, und dann bin ich gefragt worden auch schon, ob die Luisa nicht mehr machen kann und ein bisschen mehr Vlogs machen kann. Ja, das ist natürlich auch cool, wenn die Luisa das zeigt hier, und klar, die Luisa macht das gerne, aber ja, müsst ihr halt auch mich aushalten zwischendurch mal. Weiß ich natürlich, dass ihr die Luisa viel lieber schaut als mich, aber ja, vielleicht gibt er ganz viele Daumen nach oben hier jetzt in diesem Video, und dann muss ich die Luisa überreden, dass die einfach hier mal ein bisschen öfters vor der Kamera steht. Einfach ganz viele Daumen nach oben und dann spreche ich mit der Luisa. Was auch super cool ist, wir kriegen jetzt mittlerweile schon über Spengler TV Anfragen, also Anfragen zum Arbeiten und nicht nur zum Filme machen oder sonst irgendwie. Tatsächlich schauen die Leute da draußen hier unsere Videos und finden das irgendwie gut, so wie wir unsere Arbeiten hier abliefern. Und das ist natürlich super cool, wenn dann auch Anfragen über Spengler TV kommen und dass die unsere Videos gesehen haben. Ist einfach cool, wenn da ein bisschen was reinkommt, auch konkrete Projektanfragen. Auch da haben wir jetzt gerade aktuell eine super coole Baustelle über Spengler TV bekommen. Ah ja, da möchte ich noch gar nichts verraten, aber wirklich richtig coole Baustelle und cooles Projekt, und ja, finde ich einfach super. Macht uns einen Riesenspaß hier mit Spengler TV, dass da einiges geht und dass da auch direkt konkrete Anfragen kommen. So, und jetzt fahren wir bloß noch heim. Jetzt geht's nach Hause. Hilfe! Wir brauchen Verstärkung. Ja, wir suchen Facharbeiter und natürlich sucht es jeder. Okay. Wir haben jede Menge Arbeit, tolle Projekte am Start, und ja, die suchen eigentlich auch einen ganz normalen Helfer. Einer, der mit Blech jetzt überhaupt nichts am Hut hat, reicht eigentlich, wenn es ein anständiger Kerl oder Mädel ist, und hey, dann meldet euch einfach hier bei uns. Wir haben echt viel zu tun und haben tolle Projekte. Gehen echt fair mit den Mitarbeitern um, und ja, bei uns hier Großraum Baden-Württemberg, da wird es doch irgendjemand geben, der uns helfen will. Also melde dich einfach hier an
die Adresse, die ich jetzt hier unten einblende. Oder, ja, keine Ahnung, schreib hier unten was in die Kommentare oder wie auch immer. Ja, das war's auch schon wieder. Kleiner Vlog, alles Mögliche drin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, nicht vergessen, 3 Wochen Spengler TV Osterpause. Euch wünsche ich alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal hier auf YouTube und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Meisterbub für Spengler TV. Das ist scheiße, hier schon da. Ah, geht. Okay.